Moin zusammen, ich bin Sönke Mein und in der nächsten Ausgabe des Acoustic Players werde ich euch ein bisschen die Welt der Clicks und Dead Notes zeigen. Nicht nur anhand dieses Grooves, den ihr gerade gehört habt, sondern auch anhand eines einfacheren Grooves. Und ich zeige euch, wie man Clicks und Dead Notes musikalisch einsetzt, wie man solche Grooves vielleicht konstruieren kann und gebe euch eine kleine Anleitung, dass ihr eure eigenen Grooves erstellen könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Art des perkussiven Gitarrenspiels.